Serolockerts, Serolockerts, Serolockerts. Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Wir sind gerade im Spalt. Und da drücken wir uns durch. Wir haben nicht den neuen Weg gefunden, den wir letztes Mal so verzweifelt gesucht haben. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier neue Sachen aufheben. Und endlich die Königswaffe suchen, die wir finden, nachdem Gerald Butler uns ja geholfen hat, hier hinzukommen. Jetzt wollen wir natürlich den... Oh, ich bin noch durchgekommen. Nun, hier ist eine Tür. Geht hier auf? Zwecklos. Nee, die ist natürlich wieder verschlossen. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal zurück und schauen mal, dass wir irgendwie hier weiterkommen. Wo sind wir denn jetzt gerade? Hier ist wieder eine Mauer. Ich glaube, von hier kommen wir... Ah, hier ist der Spalt. Den erkenne ich wieder. Den Spalt erkenne ich doch, wenn ich ihn einmal gesehen habe. Was ist denn hier links? Hier waren wir noch nicht. Dann gehen wir hier aber mal geradeaus weiter. Was ist mit der Tür hier? Guck mal, die ist doch auch neu. Gehen wir hier mal durch. Hier geht's geradeaus und rechts rein. Geradeaus leuchtet was. Dann holen wir erstmal, dass das leuchtet. Da rechts war bestimmt wieder eine verschlossene Tür. Aber hier geht's auch nicht weiter. Das ist doch ein Irrgarten! Oh, die Tür geht auf, ausnahmsweise mal. Habt ihr das gehört? Absorbieren. Auf geht's. Nein, nein, hier ist nichts. Alles gut. Hör auf, hier Unruhe zu stiften. Da ist eine Tür, da ist auch eine Tür. Was ist mit der Tür? Geht die vielleicht auf? Schlechte Art. Oh, nice. Seht euch besser vor. Okay, bevor wir da reingehen, lass uns rechts nochmal gucken, weil rechts ist ein abgeschlossener Raum. Nichts da. Ich meine, auf der Karte. Nichts hier. Geil, Schimmel. Liebe Schimmel. Okay, das heißt... Oh, Goblins. Nee, Spinnen. Jetzt gibt's... Oh, Entschuldigung. Das war der falsche Knopf. Karte, ja, ist gut. Nein, ich möchte gerne einfach nur zurück. Dankeschön. Locken. So, weiter jetzt hier. So, aufknockt es. Gib ihnen! Sehr gut. Ah, das Blocken hat nicht geklappt, leider. Oh, Noctis kassiert gerade. Egal, weiter drauf, weiter drauf. Nice, nice. Und jetzt die Spinne. Gib ihm. So. Stimmt ja. Du hast den Sekt. Alles mega entspannt hier. Die EP, die rollen doch nur so rein. Bäh. Bäh, Freunde. Bäh. Bäh. Diese ekligen, diese super ekligen Spinnen. Bäh. Bäh, 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 bäh. Okay, da ist eine Tür. Da ist Leuchte. Was ist denn hier los? Ich glaube, von hier kommen wir wieder, oder? Was ist denn hier los? Waren wir hier schon? Hallo? Oh! Oh Gott! Riesenvieh! Eine Riesenspinne! Aber guck mal, da ist eine Frau drauf mit Bubis! Eine Bubispinne! Bubispinne, du musst sterben! Keine Chance für Bubistimmen. Spinnen. Bubistimmen. Wie hört sich denn bitte eine Bubistimme an? Hallo? Ich bin die Bubi-Stimme. Ich bin eigentlich versteinert. Dann parieren wir doch mal. Gar kein Problem hier. Gute Überraschungskombo. Bum, 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 bum. Ich hätte gerne den Sturm von Gladiolus, wenn es geht. Sehr gut, Gladiolus. Wumm! Sauber, Gladiolus. Sauber! Okay. Ja, das läuft doch gerade ganz okay hier. Oh. Oh, oh, oh. Block das. Blocken. Parieren. Ah. Anvisieren. Durchschuss. Prompto. Los. Schieß durch. Sehr gut. Oh, Noctis ist kritisch. Heb mich auf. Heb mich auf. Heb mich auf. Heb mich auf, Prompto. Komm. Dankeschön. So. Oh, shit. So, Prompto, heb mich auf. Prompto, heb mich auf. Oh, Prompto ist tot. Hier, heb mich auf. Gladiolus, heb mich auf. Gladiolus, heb mich auf. Danke, Gladiolus. Los, stürm nochmal. Auf jetzt. Aber wir müssen mal den Prompto aufheben hier. Wo ist er denn? Da ist der Prompto. Nein, Prompto! You died it! Prompto, ich wollte dich gerade aufheben. Ich weiß, du hast eine ätzende Stimme, aber du liegst mir doch etwas am Herzen. Nein! Ich bin auch kritisch. Gladiolus! Heb mich auf!
Dankeschön. Dann hebe ich dich auf, Prompto. Hier, nee. Ignis. Oh, wow. Nein, Noctis! Game Over verhindern. Wenn Noctis LP maximal auf 0 fällt, wird es dringend Zeit, ein passendes Heilmittel zu benutzen, um ein Game Over zu verhindern. Noctis kann dann weiterkämpfen. R2 plus Dings Verbrauchgüter ansehen. Heiltrank. Phönixfeder. Hier, diese Feder wird mir helfen. Sauber. Oh, Prompto kriegt keine EP, weil Prompto tot. Kann nur zustimmen. Naja, Prompto braucht keine EP. Schon okay. Prompto ist quasi komplett im grünen Bereich. Das ist schon in Ordnung. So, wo mussten wir jetzt hin? Von wo kamen wir? Wir kamen von da. Das heißt, wir müssen eigentlich hier durch. Aber von hier kommen wir ja auch. Das heißt, wir halten uns nochmal orientiert zum roten Punkt. Okay, das ist jetzt ein Loch in der Wand. Das ist natürlich gut. Hier ist Elixier. Eigentlich bräuchten mal der gute Ignis und die anderen Elixiere oder Heiltränke, damit sie mal ein bisschen Energie resetten, oder? Naja. Die Spinnenbubi-Frau hat uns ganz gut zugesetzt. Darf man ja echt mal nicht so unterschätzen. Was ist denn jetzt schon wieder? Was denn? Oh, guck mal, das war das Königsgrab. Perfekt. Da haben wir es doch gefunden. Steck den Schlüssel rein. Dreh das Schloss um. Geh ins Grab. Oh, guck mal, mit automatischen Schiebetüren. So ein Grab hätte ich aber auch gerne. Königswaffe nehmen. Gib mir den Speer. Durchbohre mein Herz. Mach mich kaputt. Ja, nice. Einfach so, durchbohrt. Oh, mein Herz, ich spüre einen Speer. Schmalzige Musik. Die Gefühle. Die Gefühle sind da. Oh, nice. Noct leiht sich also die Kräfte seiner Art. Klinge des Eroberers. So in der Art. Ja, guter Typ, ne? Bei seinen Fortschritten ist er bald stärker, als sein Vater es je war. König auf Pump. Oioioio. Respekt. Und? Wie ist es so? More Respect. Als hätte ich ein paar Tricks auf Lager. Ich verzichte dankend auf eine Show. Etwas Übung kann nicht schaden. Oh, wow. Zum Eingang zurückkehren? Ja, bitte. Ich möchte hier so schnell es geht raus. Will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ihr Schweinebären. Ey, die Ladebildschirme sind schon nicht von schlechten Eltern. So. Was ist denn jetzt hier Phase? Wo müssen wir denn hin? Immerhin regnet es hier nicht mehr die ganze Zeit. Das ist ja schon mal durchaus positiv. Oh, Telefon. Mal rangehen. Ja? Ich kann jetzt nicht, Frau. Ich dachte schon, dir wäre was zugestoßen. Ich habe Kräfte gesammelt. Alles gut, Gerard Butler. Uns geht's gut. Ich habe eine Bitte. Das Imperium errichtet an der Straße nach Vestaska eine Kontrollbasis. Wir müssen verhindern, oh, eine Kontrollbasis. Wenn ihr sie nicht zerstört, ja, kein Ding. Wird euch der Weg zu weiteren Königswaffen versperrt bleiben. Alles klar, wir kommen und machen alles kaputt. Jäger in der Siedlung haben weitere Informationen für euch. Und? Er will, dass wir alles klar, machen wir. Kontrollbasis zerstören. Als erstes müssen wir mit Monika sprechen. Okay, machen wir. Das heißt, wir können auch die Zeit mal nutzen, um nochmal direkt irgendwie gleich jetzt zu leveln sagst, und irgendwie mal zu übernachten. Eine Art militärische Anlage auf. Kunststück. Oh, alles klar, die war ja nicht zu übersehen. Muss es gleich eine ganze verdammte Basis sein? Kunststück. Schaffen wir das denn? Wir müssen nur gut vorbereiten. Ja, klar, schaffen. Dude, es gibt nichts, was wir nicht schaffen können. Wir sind die Backstreet Boys. Auf in die Siedlung. Oh, wer kämpft hier? Oh, fuck! Das ist ein fucking Tiger mit Geweih. Heb mich auf. Was ist das für ein Kackvieh, alter Schwede? Ey, das ist Level 34. Lass meine Freundin in Ruhe.
Das ist ein Vulpertinger mit als Teaser. Ein Vulpertinger quasi. Wow, ist das Viech scary. Oh, Prompto ist einfach tot. Ja, können wir flüchten? Ja, lass uns den doch einfach liegen lassen. Komm, wir gehen einfach. Einfach gehen. Komm, lauf. Lauf, Noctis. Wir müssen uns nicht mit irgendwelchen hässlichen Tigerviechern anlegen. Einfach gehen. Nur weil es hier eklige Tiger gibt, heißt es nicht, dass wir gegen sie kämpfen müssen. Wirklich nicht. Man kann Tiere auch einfach mal Tiere sein lassen. Kommt jetzt mit, Backstreet Boys. AJ, Kevin, kommt mit. Das war, also ich würde gerne jetzt mal irgendwie ins Camp und leveln. Weil A, brauchen wir dringend Energie. Und B, haben wir so viel EP und ich will noch komische Sachen freischalten. Das ist wichtig. Außerdem will ich gucken, Mann, was Prompto für Fotos gemacht hat. Das ist ein krasser Typ. Wirklich. Ich sag's euch, der Chor ist ein krasser Typ. Wenn ich mal groß bin, will ich so werden wie Gerard Butler. Der Chor ist wirklich... Also ich habe den gesehen und dachte mir, wow, ist das ein krasser Typ. Alter Schwede. Also, der ist ja von Krassheit überhaupt nicht mehr zu übertreffen. Der ist ja so krass wie ein Stein. So, kann ich hier zufällig irgendwo schlafen? Heil ist das hier ein Hotel? Ja. Heil angekommen, hallo. Defekt. Schade. Mit dir muss ich reden? Man muss hier doch irgendwo schlafen können. Erzähl mir doch nichts. Jetzt doch, guck mal hier. Da sehe ich doch die vertrauten Campingwagen übernachten für 30 Jill. Auf geht es. Meinst du in King's Knight? Was? Herausforderung angenommen. Da bin ich auch dabei, Jungs. Oh Gott. Komm, wir spielen ein Spiel. Wir sind gute Freunde. Oh nein, jetzt gibt's wieder diese Szene. Oh nein, ich schäme mich doch jetzt schon für das, was jetzt passiert. Jägersiedlung. Ja, wir können ja ruhig ein paar Tage warten. Wie wär's denn mit... Ja, Jägersiedlung. Bitte. Oh, hätte ich jetzt... Guck mal. Zack, Level 8. Ey, die EP, die rollen nur so rein. They see me leveling. They hating. Oh, Prompto kann jetzt auf Level 3 fotografieren. Neuer Filter, Erinnerung. So, guck mal. Gucken wir uns nochmal die Fotos an, die der liebe Prompto gemacht hat. Oh, Noctis, ganz überträumt. Hier ist eine Frau. Wir an einem kaputten Auto. Völlig unterbilligt dieses Foto von Core. So kaputter Mac. War schon cool, wie du dich übers Schlachtfeld. Wow. Wow. Was ist das denn bitte? Nightmare Fuel, powered by Prompto. Noctis im Spalt. Noctis mit Schwert. Ich sehe ganz normal aus. Sogar im Kampf siehst du gelassen aus. Oh, guck mal hier, die Tittenfrau. Das ist doch ein ganz schönes Bild. Tittenfrau geht als Spinne auf uns drauf und wir stehen da zu dritt und versuchen zu kämpfen. Das ist schön gewonnen. Und hier natürlich... Oh. Also, kein Scheiß. Können wir uns ganz kurz darüber unterhalten, dass wenn man draußen wäre und zwei Leute sieht, die so aussehen, sich so benehmen, da fragt man sich doch einfach nur, what the fuck? Was ist denn bei euch bitte gerade kaputt? Warum hast du eine Lederweste an, hast aber nichts drunter? Und wer in drei Teufels Namen läuft noch so herum? Bei dem Wetter. Ihr seid solche Würstchen. Das ist doch wirklich... Ich hab da kein... Ich weiß wirklich... Ich weiß wirklich nicht, wisst ihr. Ich... Ist mir egal. Komm, lass uns leveln, lass uns schnell ein paar FPs ausgeben. Ich habe gesehen, wir haben irgendwie 47 FP und ich glaube, damit kann man doch ein bisschen was machen, oder? Oh, ja. Telefon! Ah, erstmal anrufen. Ja, bitte. Das bist du doch, oder? Dino! Dino hier. Ja, klar bin ich das, Freunde. Klar bin ich das. Genau, der Steinschleifer. Wir haben uns schon viel zu lange nicht gesehen. Schaut doch mal am Galdin-Kanal. Ja, so lange ist es auch nicht her. Okay, verstanden. Nee, machen wir nicht. Main Quest only, Dude. Sorry, Dino. So, wie sieht es denn jetzt hier mit den Fertigkeiten aus? Kann man die einfach so leveln? Ah, guck mal. Kampf. Was haben wir hier denn so schon gelevelt? Zack, Lufttanz. Ich weiß gerade gar nicht, was wir davon schon, was bedeutet, dass wir es equipped haben, ehrlich gesagt? Perfektes Ausweichen. Hinterlässt bla.
Könnte man das jetzt hier denn lernen? Ah, okay. Ich glaube, das bedeutet, dass wir das jetzt freigeschaltet haben, das Dicke. Okay. Was haben wir denn hier so? Doppelgänger. Der lässt bei Warps einen Doppelgänger. Nee, Warpen ist doof. Bei einem perfekten Block wird eine kleine Menge MP-Ringer gerät, ist auch doof. Überraschungsbonus. Erhöht den Schaden von Überraschungsangriffen immens. Hm? Erhöht den Schaden von Warp-Angriffen. Warpen ist doof immer noch. Erhöht Noctis MP um seine Stufe. Automatisches Ausweichen verbraucht weniger MP. Ermöglicht mit Dip ausreichend mal. Nee, okay. Ich glaube, Kampf brauchen wir nichts mehr gerade. Was haben wir noch so? Team. Team ist doch gut. Erhöht den Schaden von Kombos. Ja, nehmen wir. Nice. Wupp. Was haben wir hier? Großschwert ermöglicht das Kontern gegnerischer Angriffe mit dem Großschwert. Nehmen wir auch. Nice. So. Was haben wir hier? Analysiert zu Kampfbeginn die Gegner und zeigt Schwächen Attribute auf. Ja, bitte. Das ist doch gut. Was haben wir hier? Startschuss lässt Prompto eine weit entfernten Gegner präventiv angreifen. Füllt Kommandobalken auf. Ja, nehmen wir auch. Komm, 6 kostet doch nichts hier. Okay. Was haben wir denn hier noch so? Führt einen Konter durch, der den Gegner kurzzeitig stoppt. Ja, ist nicht schlecht, ne? Führt eine Angriffsserie in der Luft aus, durch die der Gegner Stromschläge. Oh, auch nicht schlecht, ne? Der Prompto. Erhöht den Schaden von Kombos immens. Ja! Nehmen wir. Kombos sind immer gut. 333! Verwandelt jede Kombo in einen kritischen Treffer. Ist nicht schlecht. Ermöglicht einen mächtigen Angriff gegen niedergeworfene Gegner. Nehmen wir auch mit. So, was haben wir hier noch so? 99 ist so teuer. 18. Lässt Gladiolus Beginn des Kampfes den nächsten Gegner angreifen. Ja, geil. Nehmen wir. Ey, wir sind jetzt am mega OP. Alter Schwede. Ja, dann. Das können wir doch mal hier lassen. Geil. Das war gut. Dann gehen wir doch mal gucken, was die nächste morgen. Quest ist. Morgen. Und dann, morgen. Hallöchen. Na, alles gut? Ja. Dann gucken wir doch mal hier, was mit der Monika los ist. Dann schauen wir doch mal. Quatschen wir doch mal da mit dem Moni. Ja. Hallo Moni. Hat mich bereits auf den neuesten ja, Stand gebracht. Wir haben einen Weg in die imperiale Moni, möchtest du knutschen? Du kommst mir so verdächtig nahe. Markieren. Die Route ist relativ sicher und sollte euch Zugang ins Innere verschaffen. Alles klar, Moni. Dann werden wir doch mal Auto fahren dahin, oder? Schön ein bisschen Auto fahren. Da habe ich jetzt Bock drauf. Schau mal hier. Da ist doch das Autochen. Einsteigen in den Regalia. Automatisches Fahren. Zwar bitte zum Aufgabenziel. Zum roten. Aufgabenziel. Kriegserklärung. Eine Minute. Ja, für 10 Schild. Direkt zum Ziel reisen. Ja. Müssen wir dann jetzt gar nicht fahren? Geil. Das ist ja gut. Das ist wirklich gut. Ah, ich bin gespannt. Wir haben jetzt so viele Teamsachen geskillt. Jetzt müssten wir doch eigentlich ein bisschen stärker sein, oder? Was? Irgendwie tut es gut, ein vertrautes Gesicht aus Insomnia wiederzusehen. Oh. Sieht man jetzt Leute wieder, die man kennt? Es ist dunkel. Hallo. Wieso sehen wir nichts? Was ist... Speichervorgang? Darf ich was sehen? Ah, jetzt, guck mal. Uiuiui. Und wisst ihr was, Freunde, bevor wir zur imperialen Basis gehen, das machen wir einfach nächstes Mal. Wir sehen uns. Macht's gut, danke fürs Dabeisein. Tschö, tschö.